Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stonehearth mit Luki. Hallo. Liefchen. Achso, ich könnte auch auf Play drücken, was hältst du davon? Wäre vom Vorteil. Auch wieder mitten in der Nacht, ne? Entweder starten die Folgen nachts oder mitten im Gefecht oder keine Ahnung. Irgendwie so das klassische Syndrom. Irgendwie muss ich mir was einfallen lassen, dass dieses Geklacker von der Tastatur nicht immer so aufgenommen wird. Das geht mir richtig auf den Sender. Ich bin im Überlegen, ob das von meiner Tastatur kommt oder von deiner. Nee, das kommt von meiner. Ja, gut, könnte aber auch meine sein, weil meine auch so doll klappert und man die, glaube ich, immer hört. Ich muss mir dann was einfallen lassen, irgendwie eine andere Tastatur oder so, die nicht so doll klackert oder so, keine Ahnung. Ja, dann schließen wir uns zusammen, denn ich brauche eine neue Tastatur. Das ist gut. So, und was wollte ich machen hier? Weiß ich nicht, ne? Nee. Was haben wir denn? Wir haben 13 Jünglinge, 2 Verteidiger, wir haben Steinmetz? Aus dem ist eine Hütte. Oh. Okay, Steinmetz haben wir, Fischer haben wir. Theoretisch müssen wir noch einen Hunter haben. Genau, Hunter haben wir. Und Graf Zeppelin, den Farmer, haben wir auch. Sehr schön. Jetzt weiß man nicht. Gut, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das schon mal. Sehr schön. Ja, Holz ist immer das größte Problem, ne? Mann, ich will den Geomanten haben. So, ja. Wir fangen einfach mal an. Wir bauen erstmal hier Tunneltüren. Tunneltüren. Autosave. Und direkt mal 3 Stück Holz, haben wir doch noch haben. Wunderbar. Ihr buddelt dann noch mal ein bisschen in den Berg rein, bitte. Ich brauche nämlich noch ein bisschen mehr Platz und Steine. Weil ich ziehe dir jetzt einfach eine Mauer vor meine Ecke. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Luke, dein Hunter würde sich jetzt freuen. Ja. Und auf uns hier. Schick. Ich wollte gerade sagen, die dürfen doch eigentlich theoretisch da vorne gar nicht hochkommen. Es fällt mir gerade ein, das ist noch geschützt. Oh, sind 2 Goblins, okay. Ich hätte gerne einen Artillerieschlag auf diese Position. Ach nee, so weit sind wir noch gar nicht. Mörserfeuer. Mörserfeuer, läuft bei dir. Ich bin echt mal gespannt, ne? Wir haben ja die eine Mod mit dem Geologen mit drauf. Ich bin mal gespannt, ab wann wir das Zeug verwenden können, ne? Bin ich mal gespannt. Dafür brauchen wir auf jeden Fall eine Säge. Hier, ein Schmied. Vermute ich mal ganz stark. Ja. So, Gebäude und Konstruktionen. Was haben wir denn alles für Bälle? Die sehen doch gut aus. Okay. Gibt es noch lange Teile? Das ist ein Gate. Okay, das Gate kann ja dann
eigentlich hier so platt hier werden. Ach, geh mal das Haupt mit der Höhe sogar hin. Banu. Kein neuer Dorfbewohner für mich. Für mich leider auch nicht. Ja, ich hätte einen bekommen. Ich merke gerade, ich... Nein! Ich wollte das ganze Gebäude löschen. So ist besser. Ich brauche erstmal... Ich drücke immer zum Rotieren die R-Taste. Ich bin Timberborn geschädigt. Ja, und ich bin Crusader geschädigt, weil immer rechts annehmen ist. Wann gibt's denn da eigentlich die ersten Folgen? Hast du einen Plan? Sobald ich ein vernünftiges Mikrofon habe, dass man meine Stimme vernünftig hört. Weil ich kann ja leider auch nicht so ins Mikrofon brüllen, weil sonst steigen mir die Nachbarn bald durch die Tür. Ja, du brauchst übrigens einen Platz für Dörrfleisch. Dass das hier mal weggesammelt wird, sonst kann ich meine Mauer da nicht langziehen. Obwohl, könnte passen. Ich hätte sie auch weiter hier vorne hingesetzt, ne? Was? Die Mauer. Wohin? Weiter hier vorne. Hier an die Kante, weiter nach vorne. Ich sehe nicht mal deine Maus. Ich bin jetzt bei dir. Achso, nö, lass die mal ruhig da sitzen. Ja, weil dann wird sie nämlich genau gerade hier hinten anschließen. Du musst hier hinten nämlich noch einen Knick reinsetzen. Und das war Absicht mit dem Knick, weil da so ein Turm in die Ecke. Achso. Ein Turm. Hättest du so reinhauen können. Nö, nee, da soll noch ein Türmchen in die Ecke und so, also. Oh, hier eigentlich. Ach, Schlafquartier, okay. Aber ich hab gesagt, ich shop mich jetzt einfach mal ab hier. Jo, mach mal. Schon mal Wege setzen, können sie auch schon mal fertig machen. Eine Rudel Waschbären ist auf dem Weg zu deiner Farm. Speichern! Eindringlinge, achso. Brauchst du Hilfe? Mach was. Für Gulli und Trulli? Nee, Hanni und Nanni kriegen jetzt den Huf der Gerechtigkeit. Mit dem Holzschwert. Auf einem Steingolem mit einem Holzschwert drauf rumdreschen. Das ist auch so eine geile Logik. Ich kann schon Schmied machen. Luke, du hast da oben Besuch. Seit wann gibst du Autogrammstunden? Seit wir 200 Abonnenten hatten. Solltest du vielleicht auch mal überlegen. Ach ja, doch. So ab 222 Abonnenten. Morgen gucken wir rein. Uff, verdammt. Ach, im Leben nicht. Ah, ich bin so blöd. Ja. Egal, Weg ist Weg. Das bleibt jetzt so. Du kannst du mal aufhören, das Meerschweinchen unterm Tisch zu treten. Das macht so komische Geräusche. Ich hab hier gar keins. Da weicht die Regie im Hintergrund direkt ins Kissen. Aber schon brech, und schon springt er aus dem Border nicht mehr. Perfekt. Das gibt ganz klar Abzüge in der B-Note. Sind wir schon bei Z fast. Ne, wir haben bei Z angefangen. Da bin ich nicht dicht. Tägliches Update. Und? Wunderhübsch. Ein Händler nähert sich. Was möchtest du denn? 5 Hacken gegen ein Bett. Nö. Luke, hast du eventuell schon Schmiedehammer? So ja. Ganz eventuell. Ich guck mal, ob ich noch einen übrig habe.
Ich habe mich gerade ein... Ja, wusste ich's doch. So, Handel mit Königshügel. Und zwar benötigt er einmal den. Ich drücke immer die R-Taste. Oh Mann. So, wechseln. Das dahin. Das dahin. Das da bitte hin. Ach, gracias. Oh, was bist du? Was? Ich sehe gerade, ey, die Soundeinstellungen sind aber auch echt noch leise gedreht hier. Weil da Goblins sind. Naja. So, ich glaube, das könnte jetzt so ein bisschen angenehmer werden. Könnte, glaube ich, sogar noch einen Ticken lauter. Hast du große Holztruhen schon? Warte, große Holztruhen? Ja. Muss ich gleich mal Kigimigi machen, aber ich glaube noch nicht, aus dem einfachen Grunde, weil ich noch kein Leder produziere. Ach so. Weil meine Steintruhen haben ja nur 64 Platz. Und das ist ein bisschen wenig. Warte mal, große Holztruhen. Du, die Ledertruhe speichert auch nur bis zu 64 Artikel. Echt, will ich nicht mehr? Nee. Und die verzierte ledergebundene Truhe, weiß ich nicht, wie viel die macht, speichern. Aber die braucht Goldflocken. Oh, wir nähern uns langsam aber sicher. 10 komfortable Betten gegen 3 Wankergüde. Nein. Wir nähern uns langsam aber sicher den nächsten Dorfbewohner. Ja. Und da kommen die nächsten Eindringlinge. Was? Aber wo kommt ihr denn? Wieso spawnt ihr da einfach? Was soll das? Brauchst du Hilfe, solche verstecken schnell? Also bisher scheint er noch zurechtzukommen. Okay, Hilfe. Okay. Und, komm. Oh, Schwein gehabt, ey. Wow. Ah ja, Schwein gehabt. Also der wollte es auf jeden Fall wissen. Das heißt, wir brauchen dringendsten Kräutersammler, dass wir Bandagen und so Zeug machen können. Oh Mann, ey. Ah, danke. Ja, schon ein. Ja, ich leider noch nicht. Aber ich werde mich jetzt direkt hinstellen und meinen Schmied fertig machen. Damit ich direkt Waffen bauen kann, große. Und Rüstung. Wichtig. Du möchtest gerne werden ein leidenschaftlicher Schmied. Na, guck mal. So, haben wir eine Schmiedehütte hier? Schmiedehütte, Schmiedehütte, Schmiedehütte. Ach, wir haben nur die Blacksmith. Oha. Keine andere? Was kostet mich der Kasten dann? Ledergebundene Truhe, verdammt.
Ja, das war ein Headshot, würde ich sagen. Ja, hast ihm direkt eine zwischen die Augen gegeben. Ja. Das hat er kommen sehen. Ich glaube eher weniger, aber... Er war sich dessen ziemlich bewusst. Ein Rudel Waschbären. Ey, das geht jetzt aber auch Schlag auf Schlag hier, ne? Ja. Ich gucke gerade mal die Häuserliste durch und gucke, was ich hier eventuell zweckentfremden könnte. Aber bis jetzt... Oh, hier, guck mal. Das sieht doch gut aus. Ach, der hat seine Wohnungseingang da oben. Okay. Tisch für einen, Steinversorgungsregale, Regale, Regale, Schmiede, Kathedralbogenschuhe, Vogelbäder. Ja, Attacke. Das heißt, dann ist unser Steinmetz auf jeden Fall erstmal gut ausgelastet. Kann noch ein paar Erfahrungspunkte generieren. Du nicht. Hier, du. Ja, und unser Schreiner kann sich natürlich austoben. Du bringst nur Quatsch zum Verkaufen mit. Tägliches Update. Ach, verdammt. Da muss noch mehr kommen. Da muss auf jeden Fall noch mehr kommen. Ja. So, das Schmied ist erstmal ausgelastet. Oh, die Hütte ist fertig. Gut. Dann einmal die Küche bauen. Na, haben sie bei dir wieder eine Hütte fertiggestellt? Ja. Sehr schön. Ah. Ich bin mal gespannt, wenn die Kaninchen in die Falle rennen. Also bei dir jetzt, ne? Ja. Das ist hier der Platz hier, das könnt ihr nebenbei machen. So, hier noch ein Pflänzchen, da noch ein Pflänzchen, da noch ein Pflänzchen, hier noch ein Pflänzchen. So. Hier nochmal eine Flatulenz. Was? Ein paar Flatulenzchen? Du, die gibt's auch kostenlos zum Mitnehmen. Jetzt neue nur für kurze Zeit. Klang, kling, klang. Ich habe mal kurz ein paar soziale Kontakte fliegen hier. Hoch, ein Goblin-Stößtrip. Ja, los, der Herr da. Toll, die müssen sich auch genau da... Wo sind die überhaupt? Über dir? Ach, sind die Treppe nach oben gehuscht? Ich bin im Röntgenblick drinne. Ach, da oben prügeln sie sich jetzt. Okay. Und? Jetzt bin ich mal gespannt. Aber der Bogenschütze gefällt mir.
Ja. Der kann was. Der kann eindeutig was. Na also, geht doch. Jobfähigkeiten keine. Leidenschaftlicher Töpfer, perfekt. Kann ich zwar so nicht mit anfangen, aber hey. Der Wille war da, oder wie war das? Das ist richtig, der Wille zählt. Nein. Wenn einmal die Taste verfehlt, ne? Dann wird das Haut drauf, Haut raus. Da haut er raus, du. Da haut er raus. Ja, Freunde, aber ich gucke gerade auf die Uhr. 20 Minuten schon wieder rum. Na klar. Ups, da haue ich auch direkt das Mikrofon. Das muss sein. Also einmal in einer Folge muss ich immer einmal aufs Mikrofon hauen. Das ist ganz wichtig. Das gehört zum guten Ton. Ja. Ja. So. Ja, Freunde, ne? Ich würde sagen, ganz entspannt. Wenn euch das gefällt, gerne einen Kommentar da lassen. Genau, wenn euch das gefällt, gerne einen Kommentar da lassen. Träumchen werden Träumchen. Ja, ich war gerade hier noch im Da bist du mal irgendwie. Vergiss die Glocke nicht. Hier bist du mal irgendwie Kopf AFK. Kann das sein? Hin und wieder passiert das mal, ja. Ja, oh, hin und wieder. Na gut, ihr Lieben. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Vorion, ciao, ciao. Vorion. Stonehard. Auf Wiedersehen. Ciao.